I'll start the whole thing now. Hello and welcome. Du hörst nun den Talk zu SAT NOGs vom 34. Chaos Communication Congress in der Übersetzung von Michael und Stefan. Or any other satellites probably. So you can look and control your stuff that you just don't build an expensive piece of space trash. You need the station to actually see what it does and give it signals. How that's working out, Nikos will explain. Give us a warm welcome for Nikos with SecNox. Hello everybody. Hallo zusammen. Also wir werden über SAT-NOGS, SatNox reden. Bevor ich in das Projekt selbst einsteige, möchte ich kurz mal einführen, worum es geht. Ich glaube, ihr habt schon was davon gehört, wenn ihr beim vorherigen Talk wart. Der vorherige Talk war über UPSAT, der erste Open-Source-Satellit. Also wir sind die Libre Space Foundation und die Foundation wurde gegründet, mit Satelliten zu arbeiten. Die Mission unserer Foundation ist, um Technologien im Weltraum zu fördern, die Grenzen zu erhöhen, zu erweitern, quasi, ja, the final frontier. SatNox kommt aus dem Athena Hackerspace in Griechenland und dieser Hackerspace ist, wie ihr euch vorstellen könnt, hat viele Werkzeuge, viele intelligente Leute, die zusammenkommen mit unter sehr diversen Hintergrund. Und in dem Fall sind wir Amateure und aber auch Weltraumenthusiasten. Und wie ihr dann im Talk sehen werdet, ist SatNox ein Projekt, das sehr viele Menschen erfordert hat, die zusammenarbeiten mit vielen unterschiedlichen Fertigkeiten und Fähigkeiten. Und wir sind sehr glücklich, dass wir dieses Hackerspace hatten. Das hat unserem Projekt sehr geholfen. Vielleicht habt ihr das schon gehört. Wir haben vor ungefähr 3 Jahren angefangen. Und ungefähr 6 Monate, nachdem wir angefangen haben, haben wir den Hacker Day Preis gewonnen. Und das war ein großer Moment für uns, weil es das Projekt sehr gefördert hat. Sowohl finanziell, vor allem weil es halt auch ein finanzieller Preis war, aber auch, weil die Community dann gewachsen ist durch eben diese Neuigkeit. Und vor allem in der Community der Radioamateure oder den Weltraumhackern. Also, was war die initiale Idee von dem Projekt? Das ist ein Bild von Objekten, die um die Erde herumfliegen. Das sind vor allem Satelliten, vor allem im geostationären Orbit. Nicht im geostationären, sondern im Low Earth Orbit. Es werden ja viele Universitäten und auch Hackerspaces gefördert, dass sie CubeSats bauen und in dem Ansturm darauf, diese CubeSats zu bauen und Satelliten in den Weltraum zu schießen, konzentrieren sich die meisten nicht so sehr darauf, die andere Ende der Kommunikation auf der Erde sich zu überlegen, wie das funktionieren soll. Manchmal haben sie nicht mal irgendeine Bodenstation, um mit dem Satelliten zu kommunizieren. Und manchmal haben sie die Idee, dass sie eine Bodenstation bauen auf der Universität, wo sie halt eben sind oder wo auch immer in der Welt sie sind. Und dann warten sie halt drauf, dass der Satellit einen kurzen Zeitraum über ihnen ist, dass sie dann mit ihm kommunizieren können. Und das ist ein Problem, dass jedes Team, was CubeSats eben baut, haben wird. Und das ist ein Diagramm von wie die Anzahl der Satelliten explodiert ist in den letzten Jahren. Vor allem auch die CubeSats. Und wie ihr sehen könnt, ist der Trend, dass immer mehr Satelliten in den Weltraum geschossen werden. Und in den meisten Fällen kommuniziert keiner mit diesen Satelliten. Also es ist ein Problem der Skalierung. Die Idee vor 3 Jahren war von uns, was wäre, wenn wir ein Netzwerk bauen könnten, ein Netzwerk von Bodenstationen, das dieses Problem der Skalierung lösen kann in einer Open-Source-Weg
Und dann können wir erforschen, wie das funktioniert, wie groß kann dieses Netzwerk sein. Und das würde eben auch das Problem der Skalierung lösen. Wenn wir über ein Netzwerk reden, dann reden wir von so einer Geschichte. Es gibt User, die mit den Satelliten kommunizieren möchten, Nutzer der Satelliten oder auch die Betreiber des Satelliten jeweils. Es gibt ein Management-Netzwerk, eine ganze Reihe von Bodenstationen und dann natürlich die Satelliten. So, damit nicht jeder seine eigene Bodenstation baut, haben wir dieses Netzwerk an Bodenstationen. Und dann geht es natürlich um die Frage, wie man mit den Satelliten tatsächlich kommunizieren kann. Gibt es schon Leute, die Open-Source-Basisstationen bauen? Sowohl auf der Netzwerkseite. Und unglücklicherweise gab es da bisher relativ wenig. Also haben wir alles von Grund auf selbst gebaut. Und man braucht auch nicht den ganzen Stack, den wir hier sehen, wenn man nur einen Satelliten verfolgen möchte. Dann reicht sehr viel weniger. Satnox ist ein modulares Projekt. Einige dieser Module sind das Netzwerk, der Client, die Software, die in der Bodenstation läuft, der Rotator, der die Antennen ausrichtet, die Antennen selber. Und eine Datenbank, zu der wir gleich noch kommen. So, wenn wir jetzt auf der Bodenseite anfangen, dann brauchen wir einen Rotator, eine Ausrichteinrichtung, die natürlich Open Source Hardware ist. Und idealerweise kann man entweder Standardbauteile verwenden oder einfach per 3D-Drucker sich die notwendigen Elemente selber herstellen. Oder einfach einen der bereits existierenden Rotators verwenden, die von Hamlib direkt unterstützt werden. Und wichtig war, wir brauchen eine zweite Achse und wir wollten diese zweite Achse dann möglichst günstig hinzufügen können. Und wir möchten das Ganze als Open Source natürlich machen, damit, wenn man sich entscheidet, so eine Bodenstation zu bauen, dass man das möglichst günstig machen kann und keine teure Software kaufen muss. Es gibt dazu eine Web-App, die einem die Herstellungsschritte ganz genau zeigt. Wenn ihr zu unserer OHI-Instanz geht, dann könnt ihr da genau nachverfolgen, wie man sowas baut. OHI ist natürlich selber Open Source. Wir verwenden Open Source Tools wie FreeCAD, um die mechanischen Bauteile zu designen, KiCad und QCAD für die Antennen. Und das ist der Rotator Controller, den wir natürlich auch selber bauen. Und das ist natürlich auch wieder Open Source und Open Hardware. Die ganzen Pläne stehen zur Verfügung. Das ist ein Foto einer Bodenstation. Das ist unsere Referenzplattform, aber du kannst beliebige Sachen verwenden. Ein Raspberry Pi 3, RTL, SDR. Man kann natürlich auch einen Linux-PC verwenden oder ein anderes Embedded-Gerät. Und wir verwenden vor allen Dingen Python und
Und man kann sehen, dass man das in ein sehr kleines Gehäuse unterbringen kann. So, wie sieht jetzt die Client-Software aus? Raspberry Pi 3 Images. Wir bauen unsere eigenen Images für den Raspberry Pi auf Basis von GitLab. Dann verwenden wir PyGen, um Raspberry Pi, Raspbian Images zu bauen. Und das Ganze ist orchestriert mit Ansible. Und was man bekommt, ist dann ein Raspberry Pi Image, was man auf eine SD-Karte schreiben kann und damit den Raspberry booten kann. Wir haben im Moment Nightly Builds, wir versuchen aber auch regelmäßig Releases zu machen. Hier sind, hier sind einige Fotos von Antennen. Links oben, das ist auf dem Dach von unserem Hackerspace. Links unten Kalifornien, oben Australien. Is without rotator, it's just a tensile antenna, which is really good for NOAA weather satellites. Und unten die Antenne, die hat keinen Rotator, die ist besonders gut geeignet, um NOAA Wettersatelliten zu empfangen. This is a quick view of the map of ground stations around the world. Hier ist eine Karte aller Bodenstationen, die es im Moment gibt. They're pretty scattered all over the world. Wie man sieht, sind die deutlich überall auf der Welt verteilt. Lass zurückgehen zur Cloud. Das hier ist DB. Ein Problem, was wir hatten beim Start vom Projekt, ist, dass wir keine zentralisierte Anlaufstelle hatten, um Informationen zu finden über Satelliten. Der einzige Weg, wie wir also uns über Satelliten informieren konnten, war einfach uns auf Blogs umzuschauen, auf verschiedenen Websites. Und dann haben wir uns dazu entschieden, dass wir eine Webseite erstellen werden, die mit Methodologien des Crowdsourcing Informationen über Satelliten zu sammeln. Wir haben jetzt ungefähr 230 Satelliten, Informationen über die Frequenzen etc. Wir expandieren die Webseite, um den Betreibern der Satelliten Möglichkeiten zu geben, ihre eigenen Informationen hinzuzufügen. Und wir haben auch ein Team von Moderatoren, das die Informationen überprüft und auswählt. Eventuell in der Zukunft wird SatDB weitere Informationen erhalten hinsichtlich der Telemetrie. Nicht nur die Daten werden benutzt von SatNOC, sondern auch aus anderen Quellen. Und zum Beispiel Telemetriedaten, die aus den anderen Projekten kommen. Weiterhin hat SatNOC eine API. Ich hoffe, die meisten von euch kennen ZPredict. Und ich glaube, wir haben eben 10 Millionen Frames überschritten von 80 Satelliten in letzter Zeit. Also wie ich schon gesagt habe, auf der Datenbank haben wir Telemetriedaten hochgeladen. Das ist nichts, was so trivial wäre. Denn jeder Satellit könnte seine eigenen Spezifizierungen haben. Hier sieht man zum Beispiel den Code für den Unisat, aber auf eine ähnliche Art und Weise haben wir ein eigenes System für CubeSats. Wir dekodieren die Telemetriedaten dann, weil wir ja genau wissen, wie die Satelliten ihre Daten übertragen, zum Beispiel die Temperatur oder die Spannung. Und das nächste Projekt, was wir bauen wollen, ist ein Überblick über die Telemetriedaten von den Satelliten. Lass uns nun zum Netzwerk gehen. Das ist ein Tool, um für die Observation
alle Bodenstationen verbinden sich über eine REST API. Und das zentrale Netzwerk sammelt alle Daten und bereitet sie auf. Lass mich zuerst erklären, was die Observierungen beinhalten. In genaueren komme ich ein paar Slides später drauf. Es werden gesammelt die Wasserfälle, die Waterfalls, es wird das Audio und die Daten je nach Modul aufbereitet. Man sieht auf der rechten Seite Satelliten. Hier, wenn das Netzwerk bietet einem die Möglichkeit an, Satelliten auf zwei Arten zu tracken. Das erste, lass uns annehmen, dass man auf einen speziellen Satelliten sich fokussieren will, zum Beispiel, weil man den Satelliten selbst betreibt oder weil man den erforschen will. Dann kann man auf diese Seite gehen, einen Satelliten auswählen, eine spezifische Zeit auswählen und dann kann man sehen, welche Observationszeiten möglich sind, auf welchem Bodenstation rund um die Welt. Man kann hier zum Beispiel auf diesem Screenshot sehen, dass man zwei Bodenstationen hat, die verfügbar sind, um diesen Satelliten zu beobachten. Die zweite Möglichkeit ist, wenn man kein Satellitenbetreiber ist oder wenn es einem egal ist, welche Satelliten man jetzt beobachtet, wenn man zum Beispiel ein Bodenstationsbetreiber ist, dann kann man auf diese Seite gehen und dann kann man sehen, welche Satelliten man mit seiner Bodenstation beobachten könnte, zu welcher Zeit. Und man kann dann planen, welchen Satelliten man beobachten will. Und man kann hier Metadaten sehen und kann dann entscheiden, ob der Satellit gut über die Bodenstation hinüberfliegt, ob man das beobachten sollte, etc. Das hier ist ein Screenshot von einer einzelnen Observation. Auf der linken Seite kann man die Metadaten sehen, die das Netzwerk bereitstellt. Und was halt so ziemlich das Gleiche ist, was ich schon vorher gezeigt habe. Oben links kann man sehen, welcher Satellit es ist, wer der Observer ist, welche Bodenstation es ist. Unten sieht man das TLE, die Daten, die für diesen spezifischen Satelliten selbst genutzt werden. Und oben rechts kann man sehen, das Audio, was demodelliert ist, mit einem Spektrogramm. Das Spektrogramm hilft einem, dass man eine visuelle Sicht hat. Man hat auch weiterhin links das Wasserfall, sodass man schnell sehen kann, ob die Observation irgendwelche Daten beinhaltet oder nicht. Und auf der rechten Seite hat man die demodellierten Daten. Wenn wir wissen, wie das funktioniert für einen spezifischen Satelliten, in dem Fall ist es hier der Wettersatellit NOAA, für den wissen wir, wie die Daten demoduliert werden und dann können wir das auch anzeigen. Eines der Probleme, die wir hatten mit dem Netzwerk war, dass, wie ihr euch vorstellen könnt aus dem vorherigen Slide, ist, dass jede Datei eine Audiodatei hat und die Audiodateien können sehr groß sein, weil wir es natürlich versuchen, es so hochqualitativ wie möglich zu halten, dass man das halt eben später auch demodellieren kann und recherchieren kann. Und wir haben selber ein Problem der Skalierbarkeit, weil wir nicht so viel Speicherplatz haben. Wir löschen keine Observationen. Und eines, was wir in letzter Zeit gemacht haben, ist, dass wir dieses Internetarchiv benutzt haben, was ihr hoffentlich alle kennt. Das Internetarchiv ist die Mission des Internetarchivs ist es eben, die Daten vom Internet zu archivieren. Und wir haben dann mit denen gesprochen, dass die dann die Audiodateien speichern für uns und somit deren Netzwerk benutzen. So, wir machen weiter mit der Software. Bei der Basisstation, Bodenstation, der Raspberry Pi lässt verschiedene Open-Source-Projekte laufen. Eine Client-Software in Python, die notwendigen Aufgaben erledigt für die Bodenstation. Und die startet die ganzen Aufnahmen für diese Bodenstation, für die geplanten Aufnahmen. Es passt die Frequenz an, um die Doppler-Verschiebung herauszurechnen. Erzeugt
the easy way to use that is, as I said, with the Raspberry Pi 3, but it's a standalone project. You can. Das Ganze läuft auch im Raspberry Pi, aber man kann das, ist ein eigenes Open Source Projekt, was man auf jedem Linux-Rechner laufen lassen kann. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, das so einfach wie möglich nutzbar zu machen. Und nicht jeder Satellitenbetreiber ist ein Linux-Spezialist. Deswegen haben wir ein Webinterface dazu getan, womit man dann die Bodenstation entsprechend konfigurieren kann, beobachten kann. So it can be used for both receiving and transmitting. Und damit kann es verwendet werden, sowohl für das Empfangen als auch für das Senden. Diese Bodenstation hat ein paar geplante Aufnahmen und man kann hier die Logs einsehen. Man muss nicht sich per SSH anmelden, sondern man kann da einfach per Webinterface drauf zugreifen. Der Client unterstützt auch Command and Control, also die Steuerung eines Satelliten. Hier sieht man die Steuerung für den UPSAT. Aber man kann das auch konfigurieren für andere Satelliten. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann gibt es eine Menge Möglichkeiten. Je nach euren Fähigkeiten könnt ihr eine Bodenstation bauen. Das ist eine sehr große Unterstützung des Projekts. Wenn ihr ein Entwickler seid, könnt ihr die Projekte erweitern. Einige sind in C geschrieben, in C++, Python und die Webprojekte mit JavaScript. Join our IRC Matrix Channel. We have an assembly here. Wir haben einen IRC Channel, zu dem ihr herzlich eingeladen seid. Und wir sind bei der Libre Space Foundation bei den Freifunkern und freuen uns auf eure Fragen und Diskussionen. Dankeschön. Thank you very much. So we still have some time for Q&A. If you have questions, there are microphones 1, 2, 3, and 4 in the hall. Please line up behind them. I will call you up. And if you leave before Q&A is over, please do this in a quiet manner that we can go on with Q&A. Thank you. Starting with mic one. Hi. Eine sehr einfache Frage. Gibt es irgendwelche rechtliche Implikationen, wenn man Satelliten zuhören kann, die man nicht besitzt? Gibt es da rechtliche Probleme als Operator? Wir sind vor allen Dingen auf Amateursatelliten fokussiert, die auch im Amateurfunkband funken und damit sollte das in Ordnung sein. Zwei Fragen. Erstens, was kostet es, eine Bodenstation zu bauen mit einer Antenne? Das kommt natürlich darauf an, welche Teile ihr aussucht, mit denen ihr das bauen wollt. Und wenn man die ganze Antenne und den Rotator selber baut, wenn ich da wohne, wo bereits das Netz an Bodenstationen sehr eng ist, macht es noch Sinn, eine Bodenstation zu betreiben? Ja, auf jeden Fall. Wir haben viele Satelliten, die auch über diese Bereiche fliegen. Und jede Bodenstation kann immer nur einen Satelliten zur Zeit empfangen. Mic one, please. I have just a simple question. Ebenfalls eine einfache Frage. Kann man nur empfangen oder kann man auch senden? Beides geht. Auf der Netzwerkseite sieht man vor allen Dingen Empfang von Daten. Aber wenn ihr euren Satelliten steuern wollt, dann tretet gerne mit uns in Kontakt, wie wir euch unterstützen können.
Wenn man seine eigene Bodenstation baut, kann man das dann auch nur selbst exklusiv benutzen oder wie wird das eigentlich gehandelt, wer das wann benutzen darf? Im Moment kann man sich einen Account im Netzwerk anlegen und wenn man tatsächlich eine Observation planen möchte, dann muss man selber Bodenstationenbetreiber sein. Und im Webinterface im Client gibt es Netzwerkmodus und einen Standalone-Modus. Und wenn du deine Bodenstation in Standalone schaltest, dann hast du die volle Kontrolle. Und wenn es im Netzwerkmodus ist und du selber nichts anderes geplant hast, dann hat das Netzwerk die Kontrolle. Es wäre cool, wenn man Daten an Bodenstationen senden könnte und Satelliten so kontrollieren könnte. Das Problem mit Amateurradio auf UHF und VHF ist, also to make actually the uplink on amateur radio satellite service allocations and actually to get. Das Problem ist, dass der Uplink auf die Satelliten sehr schwer ist und so kann man mit der Crowd die Satelliten zusammen kontrollieren, so dass man nicht investieren muss in Zeit Timeshifts auf großen Stationen. Also wenn du ein globales Netzwerk hast. Und wir haben ein großes Netz an Bodenstationen und erweitern das ja auch ständig. Dann muss man keine Zeiten bei kommerziellen Bodenstationenbetreibern kaufen. Man kann natürlich auch senden. Dann ist es natürlich deutlich einfacher, wenn man selber eine Bodenstation betreibt und weiß, was man da seinem Satelliten eigentlich schicken will und kann und soll. The Internet has a question. Yes. One user wants to know what is the ideal minimum coverage for the ground station. Was ist die ideale minimale Durchmesser von wie viel Satelliten man empfangen kann, wie groß der Platz ist. Thank you. So, die Antwort war offensichtlich ja. Ein Radius von 60 Kilometern für eine Bodenstation ist offensichtlich der richtige Bereich. Ja, damit verabschieden sich aus der Sprecherkabine Stefan und Michael.